Servus, grüß Gott. Wir haben heute den 10.07.2020. Es ist jetzt kurz vor 7 und ich fühle mich wie überfahren. Denn ich hatte jetzt die letzten Tage immer Spätschichten gehabt und das ist echt nicht meine Uhrzeit. Ja, für mich geht es gleich 400 Kilometer nach Süden, Richtung Würzburg. Das Navi sagt, ich brauche etwa 4,5 Stunden und dann werde ich mich dort mit Vanya und Tristan treffen. Denn für den Süden Bayern steht heute eine Unwetterlage an. Estofex hat auch Level 2 rausgehauen für die Region. Zu rechnen ist auf jeden Fall mit größeren Hagel, mit Starkregen. Und ich hoffe auf die ein oder andere organisierte Zelle, vielleicht sogar eine Superzelle, auch wenn die Wahrscheinlichkeit heute eher im moderaten bis niedrigen Bereich liegt. Aber toi toi toi, vielleicht haben wir ja Glück und sehen heute wirklich richtig geile Aufnahmen. So, die Hälfte der Strecke ist jetzt fast geschafft nach Würzburg, denn ich bin gerade in Kassel angekommen. Bin ich live? Ja, okay. Jo, moin. Ja, wir befinden uns gerade auf dem Weg Richtung Würzburg. Wir werden uns dort mit Jascha treffen, um die potenzielle Schwergewitterlage, Unwetterlage im Süden Bayerns heute zu chasen. Grundzutaten sind heute, dass der ehemalige Tropensturm, ist es meine ich, Eduard, feuchtwarme Luft heranführt im Süden und durch Einstrahlung natürlich dann nochmal zusätzlich ja, die Temperatur sich erhöht und wir halt richtig, richtig gute schon Bedingungen da unten haben, aufgrund der Cape-Massen und ja, teilweise recht guter Scherung. Können wir auch mit gut organisierten Zellen rechnen heute, die dann halt für Großhalge sorgen und ja, das eine oder andere Windereignis, denke ich mal, könnte auch mit dabei sein, halt, ne? Wenn der Höhenwind mit runtergemischt wird. Und ja, der Plan oder die Hoffnung ist heute, dass wir halt erst Einzelzellen haben und nachher vielleicht ein System, was aus dem Alpen rausgezogen kommt, wo man dann halt nochmal irgendwie eine Blitzshow kriegt oder so und vorher halt irgendwas Einzelnes, was halt schön organisiert ist. Ja, was gut aussieht. Und es ist nicht ganz so einfach mit dem Positionieren heute, weil ja, die Modelle mal wieder unterschiedlich rechnen. Super Idee. Sieht mit am besten aus, gefühlt im Moment noch, ne? Würde ich sagen. Und ja, wir schauen mal, was der Tag so bringt. Erstmal nach Würzburg heile ankommen und vor allen Dingen auch ohne welche Staus, dass wir zeitnah da ankommen und damit Jascha treffen und dann überlegen, was wir machen. Und dann, ja, machen wir nochmal. Moin. Beitrag. So, ich bin jetzt hier knapp östlich von Würzburg in Schwarzbach am Main. Und Vanya und Tristan müssten gleich jeden Moment eintreffen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall mollige 28 Grad. Und sobald Vanya und Tristan da sind, werden wir noch schnell was einkaufen gehen. Verpflegung für den Tag und dann geht es noch ein Stückchen weiter nach Südosten. Ich denke mal, Regensburg ist eine ganz gute Ecke und dann werden wir mal schauen, was der Tag so bringt. So, das müssten sie doch sein. Aha. Gleich ertappt. Seht aber mal. Da sind sie. Runak! Oh Gott, Hilfe. Komm her. Wie gemein. Jo. Grüß dich. Jetzt muss ich euch filmen, wie euch umarmt eigentlich. Ne? Was? Ich muss eigentlich euch filmen, wie euch umarmt. Tristan, Mensch. Jascha. Hi. Schön, dich zu sehen. Und sind jetzt auf der A3 Richtung Nürnberg. Warte mal, musst du von vorne machen. Ich bin tatsächlich wirklich nur so halb drauf. Ja, so ist gleich okay. Ja. So, wir sind jetzt hier alle zusammen im Auto und auf der A3 Richtung Nürnberg. Wir planen dann weiter Richtung Regensburg zu fahren und hoffen dann schon auf erste Auslöse
Wir kommen so in anderthalb, zwei Stunden dort an. Ja, und sind gespannt, was die Lage heute so bringt. Man kann auch dazu sagen, dass bisher noch nichts ausgelöst hat. Mal gucken, welches Modell recht behält. Die ersten Zellen in Sachsen sind auf jeden Fall unterwegs. Und jetzt sollte eigentlich schon so ein bisschen langsam was anfangen, nördlich von München. Und das werden wahrscheinlich zuerst ansteuern. Mal gucken. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall auch überall Quellwolken. Die sind allerdings noch nicht besonders hochreichend. Ja, mittelhohe Bewölkung ist auch noch mit dabei. Bleibt spannend. So, wir sind jetzt hier auf der A9 zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Und südwestlich von uns, knapp nördlich von Augsburg, hat es die erste Zelle ausgelöst. Blitzt noch nicht, ist auch noch nicht besonders stark, aber wir fahren sowieso in die Richtung. In 20, 30 Minuten wissen wir auf jeden Fall mehr. So, wir sind jetzt hier knapp westlich von Ingolstadt und fahren unsere erste Zelle an. Man kann jetzt hier gerade den Aufwind erahnen und rechts davon jetzt hinter den Bäumen den Niederschlagskern. Also dürfte auf jeden Fall interessant werden. So, ein kleines Lage-Update. Ich hoffe, man kann mich hören, der Wind ist nicht zu laut. Wir sind jetzt westlich von Ingolstadt ein Stück die Bundesstraße runtergefahren und haben jetzt die erste Zelle, die jetzt hier angezogen kommt. Die sah von Weitem erst richtig gut aus, dann kurzzeitig hat sie ein bisschen geschwächelt. Aber jetzt sieht man auch schön, wie jetzt hier über Jascha, der gerade hier reingelaufen kommt ins Bild, den Niederschlag wieder zugenommen hat hier in dem Bereich. Und die Base auch hier sich jetzt wieder einigermaßen ausbildet. Ich würde gerade sagen, die hat wieder einen neuen Zyklus bekommen. Vielleicht mal aufs Radar gucken. Es grummelt auch ab und zu mal. Rechts haben wir auch echt einen guten Tor. Genau, hier rechts auch ein ganz guter Tor. Mal rundherum gefilmt einmal. Aber das ist gerade so auf jeden Fall der Favorit. Mal gucken, was daraus wird. Ja, wenn das spannend wird, gehen wir auf jeden Fall auch live. Bis später erstmal. Ja, das ist aktuell unsere Zelle. Wir sind jetzt hier ein Art Stückchen südöstlich von Ingolstadt. So, gleich noch mal nach Hagel gucken. Ja, ganz kurz. So, wir fahren jetzt gerade die Schneise der Zelle ab. Und hier liegen auf jeden Fall schon mal Laub und kleine Äste auf der Straße. Eben gerade lag da auch ein Baumstamm. Und wir haben hier schon Hagel am Straßenrand. Den schauen wir uns gleich noch mal genauer an. Oh ja, hier Einsatzfahrzeuge. Und Vanya auf der Suche nach Hagel. Das sieht glücklich aus. Ich schwöre, dieses Ding. Ich schwöre. Da muss noch ein bisschen dabei gewesen sein aus dem Auto raus, ne? So. Jo, hier ist auf jeden Fall der Hagel ein bisschen größer. Hier. Vanya hat gesammelt. Das ist klein. Und hier wischt er mal auch noch. Geh weiter. Nee. Oh, geh weiter.
Plan. Jo, hier hat es auf jeden Fall richtig gewindet. Ja, hier ist auf jeden Fall unsere Zelle rübergezogen. Hier sieht man schön das Blattwerk. Liegt auf jeden Fall einiges auf der Straße, auch kleinere Äste durchaus. Jo. Jo. Aber es muss auch genau hier gewesen sein, wenn du jetzt nämlich Richtung hier weiter die Straße runter guckst, ist gar nicht mehr so viel, ja, was da rumliegt, obwohl auch Bäume sind. Ja. Das ist wahrscheinlich genau hier. Also hier war auf jeden Fall ordentlich Wind dabei. Ja. Definitiv. Nach guten 2,5 Stunden Chasing haben wir unsere erste Zelle des Tages ziehen lassen. Wir waren zu dem Zeitpunkt bei Lindau an der Isar. Das ist direkt an der A92 und unsere Zelle ist dann rasch nach Osten abgezogen Richtung Deggendorf. Wir haben dann beschlossen, uns etwas nach Süden zu verlagern, denn in den Alpen hatten sich bereits Gewitterzellen gebildet und diese sollten sich dann langsam formieren und aus den Alpen rausziehen. Mit dem Vorhaben sind wir allerdings nicht besonders weit gekommen, denn bei Landshut, nur etwa 30 Kilometer westlich von uns, hat sich eine neue Zelle gebildet, und zwar explosionsartig. Wir haben dann beschlossen, diese Zelle anzufahren und haben Tveits-Biborg als Ziel eingegeben. Und der Ort war auch etwa nur 25 Minuten von unserem jetzigen Standpunkt entfernt. Das heißt, wir waren ruckzuck an der neuen Zelle dran. 400 Meter links abbiegen. Ja, vor allen Dingen hat auch so... Willst du ganz kurz ein Foto machen? Ja, jetzt habe ich den Mais. Wir haben gleich eins oder so. Da, wie wir da oben sind. Was war das jetzt? Boah, ein Flacker da drin. Du musst gleich links. Links abbiegen. Flackert da drin. Ja, ist auch so rund oben dran, ja, tatsächlich. Richtig, so, ne? Ja, ist ja rund. Aber es ist halt noch so ein bisschen verpackt irgendwo. Aber ich kann mir auch ganz kurz rechts und guckt, ob da freier Blick ist kurz. Ich hätte jetzt eher, ich fahre links und dann. Ja, aber rechts sind wir auf dem Berg halt, ne? Ach so, ja, können wir mal eben da. Links rumfahren. Fahren wir jetzt runter in den Wald. Aber nur kurz. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Guck mal, wie es aussieht. Da unten, da sind auch Fracken, die jetzt sich hochziehen, oder? Hier rechts kannst du rein, hier ist ein Feldweg, genau, oder? Dann kannst du da links rüber fotografieren. Nice. Das sieht richtig, jetzt schon wieder geflackert. Ja, so ein bisschen reicht ja, ne? Das war nicht unbedingt hier, was so. Auf in den Rahmen fällt. Jo. Ja, man sieht jetzt hier auch schön neben der Platte der Aufwindbasis hier so einen etwas tieferen Bereich. Daraus könnte sich eine Wallcloud bilden. Da wird dann die Feuchte aus dem Niederschlag gesogen. Was für Facebook hast du? Was für Facebook? Ja, sehr schöne laminare Strukturen. So, wir stehen immer noch südöstlich von Landshut. Die Zelle zieht jetzt ein paar Frakten. Wir werden jetzt versuchen, uns davor zu setzen, ein Stückchen nach Süden und dann auf die B288 straight nach Osten und ein bisschen Vorsprung gewinnen. Dann hoffen wir, dass das Baby hier durchhält. Wie der Kern auch beleuchtet. So Leute, wir haben uns jetzt wieder ein Stück vor die Zelle gesetzt. Schaut euch mal dieses Prachtexemplar an. Eine richtig schön klassische Superzelle. Fette Meso, zieht gerade eine Wallcloud, ist zwar etwas hochbasig, aber die Optik ist 1A. Schöne laminare Strukturen. Flackert schön, grummelt. Nee, jetzt war wirklich Stop and Go, ne? Sonst
wieder von bezieht. Ja, hat sich gelohnt, hier runterzufahren, definitiv. Geiles Teil und die wird immer besser. Da sieht man richtig schön, wie diese Feuchtigkeit hier reinzieht in die Wallcloud und immer mehr nach unten anbaut. Flackert auch, hat auch einen heftigen Kern. Wie es flackert. Ja, wir haben uns wieder ein Stückchen davor gesetzt. Mit der Kamera dabei. Schaut euch das Ding mal an, ey. Wahnsinnsding. Heftig. Hier weiter? Jo. Wir haben uns nochmal vor die Zelle gesetzt, sieht immer noch richtig giftig aus. Schöne laminare Strukturen. Man sieht die Meso in dem Bereich, hier den Niederschlag. Eben hat es einen richtig schönen Erdblitz rausgehauen, den habe ich jetzt leider nicht mit drauf. Aber sieht echt bombastisch aus. Richtig schöne Strukturen, ey. Ja Leute, rote Ampel, fettes Mutterschiff, hat sich gerade wieder richtig gemausert. Und jede Sekunde fühlt sich an wie eine Minute. Grün! An der Donau, guckt euch mal dieses Mutterschiff an. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Hier ist grün leuchtend. Geil! Was ein geiles Chasing, ey. Ja. So ein geiler Tag. Die Tour hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jeder Kilometer hat sich gelohnt. Ja. Ja. Lauschspruch. Maximilian Konrad war das, etwa?
Wir haben sie markiert nämlich. Ach so. Wo bist du da eigentlich? Machst du noch so noch den Anfang zu rotieren? Ne, und die hat mich aufgehabt. Sicher? Oder? Ja doch, das ist die. Man weiß es. Okay, jetzt mal psch. Donner. Also einen richtig erfolgreichen Chasing gönnen wir uns jetzt auf jeden Fall hier nochmal gutes Essen. Das Beste vom Besten. Keine Schleichwerbung. Genau. Eventuell kommt nachher noch was aus Baden-Württemberg nachgezogen, aus dem Allgäu. Da sind jetzt noch ein paar aktive Gewitter. Mal schauen, was wir noch machen. Ja, vor allen Dingen ist ja Wetter frei stehen, dass man auch schönes abdichten kann. Halt. Nicht irgendwo was verklastert ist, sondern mal gucken, was wir noch rausziehen. Ja, ein paar schöne Blitze werden zum Abschluss natürlich nochmal die Krönung. Ja, definitiv. Ansonsten war es echt erfolgreich und hier runterzufahren, ne? Definitiv. Ja, die Reise hat sich mega gelohnt. Also es war echt weit. Wir sind jetzt hier 700-800 Kilometer hergefahren. Ja, das ist locker. Das ist schon eine Tour und dann natürlich nochmal den gleichen Rückweg. Aber wir haben die Fotos, wir haben das Material. Es hat sich echt gelohnt. So, und jetzt würde ich sagen, guten Appetit. Ja, auf jeden Fall. Dann, guten Hunger. Wir haben hier Pepsi und keine Cola. Also. Die anderen kommen leider Zero. Ein richtig langer und erfolgreicher Tag neigt sich nun dem Ende. Ich bin jetzt seit über 24 Stunden auf dem Bein. Wir sind allein gestern bis zum Ende des Chasings 964 Kilometer gefahren und dazu kommen noch gute 700 Kilometer Heimreise. Die Sonne ist schon wieder aufgegangen, aber man wird gerade belohnt mit einem richtig schönen Sonnenaufgang.